Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist wieder Thomas mit einem neuen Umbaureport vom Bahnknoten Köthen. Auf Wunsch werde ich ein paar Hintergrundinformationen zum Umbau des Bahnknotens geben. Im April 2019 lag noch neben Gleis 6 ein Abstellgleis, was jedoch nicht mehr benötigt wurde. Das Überholgleis am Bahnsteig 6 wurde verlängert und ist jetzt in beiden Richtungen benutzbar. Wie ihr seht, hat sich an der Geschwindigkeit der ein- und ausfahrenden Züge nichts geändert, da die eingebauten Hilfsbrücken auch nur mit 30 km/h zugelassen sind, genau wie die alten Brücken, die ersetzt wurden. Durch den Wegfall der Kettenfahrleitung und das Aufstellen der Einzelmasten hat man nur noch wenige Lücken zwischen den Fahrleitungsmasten zum Aufnehmen. Die schöne Ausfahrtsignalgruppe ist mittlerweile verschwunden und das ehemalige Anschlussgleis zum Kranbau im Vordergrund wurde stillgelegt und zum verlängerten Überholgleis umgebaut.
Das Anschlussgleis zum Kranbau Köthen zweigt ein paar hundert Meter weiter in Richtung Halle von Hauptgleis Halle Magdeburg ab. Der alte Videostandpunkt auf dem Brückenkopf ist nicht mehr erreichbar, da hier massiv eingezäunt wurde. Die Ausfahrt des Güterbahnhofs in Richtung Halle wurde radikal umgebaut. Alle Weichenverbindungen zwischen Güterbahnhof und Streckengleise sind entfernt worden und die zweigleisige Verbindungskurve Halle-Bernburg, die erst vor ein paar Jahren erneuert wurde, hat jetzt nur noch ein Gleis.
Bei der Ausfahrtgruppe an der B6N-Brücke in Richtung Halle sind die meisten Gleise erhalten geblieben. Nur die Weichenstraßen sind angepasst worden. Vom anderen Brückenkopf der ehemaligen Straßenbrücke hat man ebenfalls einen sehr guten Überblick über die Veränderungen im Gleisplan. Beide Gleise im Vordergrund gehörten einst zur zweigleisigen Verbindungskurve nach Bernburg. Jetzt führt nur noch das vordere Gleis nach Bernburg und das hintere dient zur Anbindung der neuen Ausfahrtgruppe des Güterbahnhofes.
So, liebe YouTube-Gemeinde, ich hoffe, dass es interessant genug war, um bei euch gut anzukommen. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, euer Thomas.